heute wollen wir wieder die Zeit nutzen, um gemeinsam Gott zu suchen, auf Gott zu warten. Wir wollen trainiert werden als Menschen, die lernen wollen, wie das Königreich Gottes funktioniert. Und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich. Jawohl, herzlich willkommen. So, wenn du deine Bibel schon dabei hast und auch vielleicht was zu schreiben, dann schlag doch bitte mit uns auf Psalm 62. Der Psalm 62 ist in meiner Bibel überschrieben mit Warten auf Gott. Warten auf Gott. So, dieses Warten auf Gott, das hat für manche Leute so den Eindruck, ich setze mich hin und jetzt warte ich mal, bis Gott irgendwie in die Pötte kommt. Ja, so inaktiv. So inaktiv, genau. Und das ist es ganz und gar nicht. Dieses Warten auf Gott ist etwas Aktives, weil in der Bibel steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Yes. Dieses naht euch zu Gott, das hat eine Verheißung. Und er naht sich uns. Er lässt uns nicht irgendwie im Regen stehen. Das kannst du lesen in Jakobus 4, Vers 8. Aber jetzt zu Psalm 62. Ja, Halleluja. Den fand ich heute so ermutigend. Und ich glaube, dass er für viele von euch auch ermutigend sein wird. Immer wieder wird ja hier in diesem Psalm das Vertrauen in Gott und Vertrauen auf Gott angesprochen. Und wenn du diesen Psalm liest, dann wirst du feststellen, dass ganz oft eine Formulierung vorkommt, nur auf Gott. Mhm. Das ist so ähnlich für mich wie, aber der Herr. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe und meine Festung. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist meine Festung und ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Die Macht ist bei Gott und bei ihm ist die Gnade. Das ist ein ermutigendes Zeugnis, das David uns da aufgeschrieben hat. Ja, hier. Nur er ist meine Festung, ich werde nicht wanken. Ja. Das ist das, was wir gerade brauchen. Wir Amen. Befinden uns in Zeiten, in denen um uns herum mehr oder weniger alles wankt. Ja. Und viele Christen sind auch am Wanken, sind in Irritation, sind in Schwierigkeiten. Die Umstände des Lebens und so weiter, du wirst darüber sprechen. Vieles ist im Wanken. Ja? Und hier heißt es, wenn der Herr meine Festung ist, mein Bollwerk, wo mein Felsen, wo ich drauf stehe, dann werde ich eben nicht wanken. Halleluja. Ja, in einem anderen Bibeltext heißt es ja, der Herr ist ein Turm und der Gerechte rennt hinein und ist in Sicherheit. Yes. Und das ist etwas, was wir auf dem Herzen haben von Gottes Haus. Das ist das, wo wir euch helfen wollen, dass ihr in dieses tiefe Vertrauen in Gott hineinwachst, hineindrängt. Wir haben vorhin gebetet, dass ihr reinpresst in die Wahrheiten Gottes, in die Wahrheiten seines Wortes und dass ihr euch nicht überwinden lasst von dem, was an Getümmel, an Stimmen, an Feindlichem und Nichtfeindlichem um uns herum ist. Ja. Und das ist, glaube ich, immer die Herausforderung für uns, dass wir uns auf Gott fokussieren, dass wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Und dass wir ihn als unsere Festung haben, als unseren Fels. Absolut. Ja. Der Fokus muss da sein, wo der Fokus hingehört. Genau. Ja. Die Macht ist ganz bei Gott wichtig. Und bei ihm ist auch die Gnade. Ja. Lass uns zusammen beten, lass uns zusammenstehen. Lass uns jetzt auch bewusst so die Dinge vom Alltag, von dieser Woche einfach mal zur Seite legen, dass wir wirklich frei sind, unsere Augen des Herzens zu öffnen und die Wahrheiten Gottes in uns aufzunehmen. Dass wir geistliche Ohren haben, zu hören, was der Heilige Geist uns heute Abend mitteilen möchte. Und ich lade euch ganz herzlich ein, mit uns zusammen zu beten. So, Herr, wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort füllst und erfüllst, dass wir immer überfließen von deiner Gnade in unserem Leben haben. Dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, um dich zu sehen. Amen. Die Wahrheiten des Reiches Gottes zu sehen. Ja. Wir danken dir, dass du uns geöffnete Ohren schenken willst, dass wir hören, was der Geist
der Gemeinde, den Amen. Menschen, uns yes. sagt, dass wir das verstehen und dass wir es in yes. unserem Leben einbauen Amen. Können. Herr, wir danken dir, dass du unser Fels bist, ja. unser Anker, unser Turm, unsere Festung. Du bist der, an den wir uns angehangen haben. Und wir danken dir, dass du uns durchbringen wirst. Ja. Nicht das, was der Feind sagt, nicht das, was die Welt sagt, sondern was dein Wort Amen. Ist, was du sagst, Halleluja. Das ist die Wahrheit. Denn bei dir ist die Macht und yes. bei dir ist die Gnade. Amen. Amen. Yes. Also, wir waren öfters in Afrika oder bei afrikanischen Gemeinden, auch hier, da ist es auch so. Ja. Wenn man betet, dann ist es so, die Leute, die gehen mit. Ja, also das hat das man stimmt. in Deutschland bedauerlicherweise noch ja. nicht so in dem Maße, das wird sich ändern, weil sie sagen, das nehme ich, das akzeptiere ich, das wird bestätigt. Ja? Und das kannst ja. du zu Hause auch machen. Und am besten ist, wenn man sagt, also Englisch halt, I receive. Ich empfange das. Das, was das. Da gesagt wird, das, was ja. da proklamiert wird, das empfange ich, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich beanspruche das für mich. Ich sage, ja, das ist für mich. Ja. Ja, wenn da so eine Aussage ist, ich werde nicht wanken. Yes, I receive. Da tobt die Halle, ja. Und wir müssen wegkommen von diesem verkopften Ding, wenn gebetet ja. wird oder das Wort Gottes gelesen wird. Wir müssen dahin kommen, dass es unser Herz erreicht, dass wir verstehen, hey, das geht um mein Leben. Und das, was der Herr hier sagt, ist etwas, was zutiefst Einfluss auf unser Leben hat. Ja, das ja? stimmt. So, Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen yes. dürfen, dass du der Herr bist, dass du unser Leben in deiner Hand hast, dass du derjenige ja. bist, der uns leitet, auch Amen. Durch stürmische Zeiten, auch durch diese Turbulenzen, auch yes. durch diese Schwierigkeiten und was immer da ist. Du bist der Herr und du bist derjenige, der unser Schutz ist, unser ja. Schild ist, unsere Festung ist, unser Felsen ist. In dir sind wir geborgen, in dir sind wir geschützt, in dir sind wir absolut sicher, egal wie es yes. aussieht. Ja, wir sind in ihm, wir sind in ihm. Halleluja. Und Herr, wir preisen dich dafür. Und wir sagen, es ist genial, wenn wir wissen, wir stehen auf dem Felsen. Wir stehen nicht auf Sand. Wir stehen nicht auf dem, wo die Welt sich drauf gründet, sondern wir stehen auf dem festen Felsen Christus. Wir sind gehauen aus diesem Felsen Christus. Ja, wie es die Bibel sagt. Und dafür preisen wir dich, Herr. Und dafür ehren wir dich, Herr. Und wir loben dich dafür, dass wir wissen dürfen, egal was läuft, wir sind in deiner Hand, in deinem Schutz und in deinem Segen. Halleluja. Amen. Also wenn wir beide zusammen beten, dann ist es in der Tat so, wenn der eine betet, dann ist es so, dass der andere das Wort, was gebetet und ausgesprochen wird, bestätigt. Ja. Deswegen ist es immer ein bisschen lauter bei uns, wenn wir beten. Wir setzen uns nicht hin und falten die Hände und versinken in uns selbst, sondern wir sprechen die Wahrheiten ja. Gottes aus. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dieses Wort Gottes zu proklamieren. Und wenn ich das Wort höre, was du zum Beispiel sagst, dann kommt in meinem Herzen eine Bestätigung. Ich sage, ja, das stimmt. Amen. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was die Bibel sagt. Nicht irgendjemand. Nicht irgendjemand in der Welt. Nicht irgendwelche Nachrichten. Nicht irgendwelche zweifelhaften Aussagen. Und nicht etwas, was uns in tiefste Bedrängnis, Angst und Verzagtheit stürzt, sondern es ist das, was der Herr sagt ja. und was der Heilige Geist im Gebet uns in den Mund legt. Wir haben letzte Woche gesagt, wer Dank opfert, der verherrlicht mich und erbahnt einen Weg, dass ich ihn mein Heil sehen yes. lasse. Und das ist das, weshalb wir ein bisschen feuriger sind. Feuriger, mutiger, lauter. Es kann manchmal gar nicht laut genug sein. Je nachdem, welches Thema wir da so erwähnen, wenn es um den Feind geht, dann ja, ist schon ja. mal ganz schön was da krieg ich dazu los. Ja, wir wollen euch also sehr ermutigen. Komm ein bisschen raus. Weißt du, manchmal denke ich so, wenn ich an die Fußballspiele früher denke, wenn die Leute in den Rängen saßen und sie ihre Mannschaft angefeuert haben, dann waren das wie ausgewechselte Menschen. Sie konnten auf einmal schreien und jubeln und trampeln und pfeifen und alles. Und es waren doch eigentlich nur menschliche ja, Menschen, denen sie zugejubelt haben. Wie viel mehr wollen wir unserem Gott zujubeln? Yes. Wie viel mehr wollen wir ihm danken, ihn ehren, Absolut. Ihn verherrlichen, ihn preisen? Das ist das Wichtigste in unserem ganzen Leben. Die Bibel ist voll davon.
Die Bibel, wenn du darauf achtest, die Bibel ist voll davon. Und wenn du in der Offenbarung liest, wo es um den himmlischen Lobpreis geht, hey, das ist laut. Genau. Im Himmel ist es laut. Ja? Und es ist gut, wenn wir uns jetzt schon ein klein bisschen daran gewöhnen. Gebetstreffen dürften eigentlich das lauteste sein, was wir überhaupt so kennen. Ja? Und der Punkt ist ja der, schau, die Nachrichten, die News, Fake News prasseln auf uns ein. Ja? Und wir quatschen das nach, wir bestätigen das, wie soll ich mal sagen, wir bejahen das, geben es weiter. Mhm. Und gleichzeitig gibt es hier ewige Wahrheit, ja, und das ist einfach so, darf nicht so sein. Das ist das, was entscheidend ist, das Wort Gottes. Und das müssen wir nehmen, da müssen wir sagen, das gilt für mich, das ist die Wahrheit, darauf stelle ich mich, das bestätige ich, das nehme ich, das proklamiere ich. Ehrlich, fang an, die Bibel laut zu lesen. Ja. Dein Leben wird sich verändern. Gerade in dieser Phase. So viele Leute haben Angst und Bedrängnis und was nicht alles. Hey, fang an hier, das Wort zu lesen. Dein Leben wird sich verändern. Weil hier ist die Kraft und die Heilung und die Power drin, die wirklich uns durch diese turbulenten Zeiten durchtragen werden. Genau. Genau. Halleluja. Jesus, dein Wort ist die Kraft zum Leben. Absolut. Yes. Okay, wir haben ein paar Ansagen. Nicht viele, aber ein bisschen. Erstens, ich möchte dich darauf hinweisen, dass es eine mega coole Konferenz gerade gibt an diesem Wochenende. Hat gestern Abend angefangen, heute Morgen um 1 angefangen, ist in den USA, 6 Stunden Zeitverzug. Das ist die Fire 21 in Florida, eine Veranstaltung, wo Daniel Kolender der Gastgeber ist. Ein Haufen cooler Sprecher, ein Haufen grandioser Musiker. Und wir haben das unten eingeblendet in dem in diesem Textblock da unter dem Video. Und da kannst du die Links finden. Also wenn du Lust hast, dann guck da mal rein. Das ist wirklich gut. Muss natürlich Englisch können, ist alles auf Englisch. Ja. Und wie gesagt, das geht also für 3 Tage. Ich glaube 9 oder 10 verschiedene Sessions und wirklich gut. Gestern Abend oder heute Morgen früh war die Eröffnungsveranstaltung mit Todd White, also war wirklich gut. Wenn du Lust hast, einfach eine herzliche Einladung da reinzuschauen. Und denk nicht, dass das ein aufgespieltes Ding ist von irgendwie 2019, weil so viele Leute da sind und alle eng an eng stehen und Lobpreis machen und tanzen und so. Das ist in Orlando im Moment noch möglich. Das ist da möglich. Das sieht da noch anders aus als bei uns. Und es ist eine richtige Konferenz, so wie wir die vor Corona auch kannten. Nicht genau. Wahr? Okay, und dann nochmal hier. Herzliche Erinnerung an unseren Freundesbrief. Ich denke, etliche von euch haben den wahrscheinlich schon bekommen in dieser Woche. Ja, der ist versandt worden. Heute vielleicht. Ja. Also, wenn du Lust hast, hier diese Botschaft einfach fürsorglich ins neue Jahr geleitet, auf dem Weg ins Jahr 2021 zu bekommen. Und hier dieses prophetische Wort, es wird kein Zurück geben, bestell es einfach bei uns. Schick uns eine Mail oder melde dich bei uns, dann bekommst du das gerne zum Weitergeben kostenlos zugeschickt. Das machen wir gerne. Und wer noch nicht bei uns im Postverteiler ist, du kannst das über die Webseite dann ganz einfach auch bestellen. Dann kriegst du das natürlich auch noch zugeschickt. Genau. Amen. Ja, und es ist wirklich sehr ermutigend. Es ist für das Jahr 2021, wo wir wirklich glauben, dass wir da ein ermutigendes, richtungsweisendes Wort brauchen werden. Das stimmt. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit den Kämpfen und Herausforderungen ist und wie wir uns heute ermutigen lassen durch das Wort Gottes, wie wir durch unsere Kämpfe durchgehen, wie wir wieder aufstehen können, wie wir wieder Kraft schöpfen können. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Deine Aufgabe. Also dieses Thema, ich habe noch niemals in all den Jahrzehnten irgendjemand über diese Bibelstelle predigen hören, außer dich. Ich weiß nicht, Gipfel. Doch, nein, noch nie. Also das ist wirklich eine sehr herausragende, fast unbekannte Bibelstelle aus dem Leben von David. Ja, es ist halt wie mit allen Bibelstellen, die man, oder mit den biblischen Berichten, sage ich mal. Es werden so manche Randbemerkungen beschrieben, die man aber leicht überliest und man empfängt nicht die prophetische oder geistliche Bedeutung. Und es ist wie mit dem Wort Gottes überhaupt, es ist geschrieben in einer Zeit, die wirklich anders war als unsere.
Und manchmal sagen Leute, ja, wir haben uns ja weiterentwickelt, wir wissen heute viel, viel mehr als die damals und so. Ja, in manchen Punkten richtig, aber der Mensch an sich, der hat sich nicht so viel verändert. Wenn wir viele Sachen in dem Alten Testament lesen, wie sie immer wieder nach Götzen geguckt haben, ihnen hinterhergelaufen sind, den Regimen und diesen ganzen Dingen immer hinterher, Gott niedriger geachtet, ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt haben, dann sehen wir, dass das heute auch nicht so anders ist. So. Die Gebetsanliegen, die wir so bekommen, die beschreiben oft diese vielen harten, herausfordernden Kämpfe und die Bedrängnisse, diese Auseinandersetzungen, diese Situationen, die so schwer oft zu ertragen sind. Und das findet bei gläubigen Menschen statt. Und manchmal denke ich auch, wie kann das sein, dass es bei uns so viel Auseinandersetzung gibt? Wie kann es sein, dass der Feind uns so attackiert? Viele sind auch gut ausgerüstet, viele Gläubige stehen fest, sie haben nicht so scharfe Sachen, aber manchmal ist es im Leben so, dass es mal eine solche Situation gibt und mal gibt es auch wieder andere Zeiten. Aber wir bekommen auch immer wieder jetzt diese Rückmeldungen, dass dieses Training von den Freitagabenden ihnen wirklich gut tut, dass sie wachsen in den Dingen Gottes, dass sie im Reich Gottes unterwegs sind, dass sie die Botschaft des Kreuzes predigen, dass sie wirklich aufstehen, um Menschen dazu zu gewinnen, dass sie wirklich anfangen, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen. Und auch ihr Zeugnis. Ihr Zeugnis zu sagen, ein Zeugnis Menschen zu sagen, hat Kraft. Und ich möchte wirklich sagen, dass wir diese Verheißungen Gottes ergreifen sollen, dass wir wirklich in seinem Wort mehr wohnen sollen als in allem anderen, was wir sonst so tun. Im Grunde genommen, das Wort Gottes zum ersten Wohnsitz zu machen. Der erste Wohnsitz wird so amtlich im Amtsdeutsch beschrieben, mit der Lebensmitte. Da, wo die Lebensmitte ist, da ist der erste Wohnsitz. So, aber wir lesen auch in den Gebetsanliegen, die wir bekommen, von sehr viel Ermüdung, von Kraftlosigkeit und bei manchen wird geschrieben, es geht einfach nichts mehr. Und sie haben das Gefühl, dass sie am Boden liegen und dass sie nirgendwo aufstehen können, dass sie keine Kraft mehr haben und sich wie besiegt fühlen. Und dann kommt der Feind und er schwätzt in seinem Text ihnen immer wieder in die Gedanken hinein, dass sie ja jetzt die großen Loser sind. Wie kann einer, der an Gott glaubt, am Boden liegen und wie kann einer, der gekämpft hat, jetzt so müde und so ermattet da liegen. Und viele, viele bekommen dann ein schlechtes Gewissen. Und sie trauen sich schon gar nicht, jemandem das zu sagen, dass sie jetzt sich so mies fühlen, dass sie nicht weiter im Sieg stehen und dass sie wirklich am Boden sind. Und der Feind verändert diese Gedanken in seine Richtung und sie sagen, ich bin anscheinend kein guter Christ. Ich kann anscheinend nicht richtig beten. Ich lese in der Bibel und verstehe das gar nicht. Ich empfange nichts vom Heiligen Geist. Ich spüre den Herrn nicht. Und alle diese Dinge, das ist etwas, was der Feind in seine Richtung versucht zu drehen. Und dann kommt ja dazu, dass es in diesem letzten Jahr, in den Monaten, die hinter uns liegen, wirklich, wirklich für alle richtig große Herausforderungen gegeben hat. Herausforderungen, die uns gesellschaftlich, politisch, persönlich sehr, sehr beansprucht haben, mitgenommen haben, die uns wirklich in Kämpfe verwickelt haben, die uns in Stress gebracht haben und die uns in Beziehungsstress gebracht haben. Und das hat manche wirklich müde gemacht. Und die Angst, die da geschürt wurde,
die ist all überall anzutreffen. Und dazu kommen halt diese Trennungen, die Zerwürfnisse und viele, die uns anschreiben, haben das Gefühl, ihre Gemeinde, ihr Zuhause verloren zu haben. Und ich glaube, das war wirklich auch eine sehr große Herausforderung für viele, wo sie wirklich dafür gerungen haben, dass es zu einem guten Gespräch kam und es hat nicht wirklich im Gegenüber ein offenes Ohr gefunden. So, als ich in dieser Woche wieder ganz neu über die Gebetsanliegen nachgedacht habe, wisst ihr, ich schaue mir die dann an, ich lese sie durch und ich berate mit dem Herrn, was ist zu tun, was kann man als Ermutigung sagen, damit wir wieder aufstehen. Und da ist mir einer meiner, ich habe viele Lieblingstexte in der Bibel, das stimmt, aber einer ist mir besonders ans Herz gewachsen, weil ich eine bestimmte Situation in meinem Leben erlebt habe, wo ich in dieser Zeit diesen Text gelesen habe. Und in diesen Text möchte ich euch mit reinnehmen jetzt. Schlagt mit mir auf 1. Samuel 30. 1. Samuel 30. Da heißt es in dem Vers 9, also ich lese einfach nur mal so vorne, wo die Geschichte anfängt und hinten und dann gehen wir so ein paar Etappen von diesem Bericht durch. 1. Samuel 30, Vers 9. Da zog David hin und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor. Hier aber blieben die übrigen zurück, etliche blieben stehen, sie waren einfach zu müde, um über den Bach zu gehen. Am Ende von diesem Bericht lesen wir, und da David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, David nachzufolgen und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie heraus, David entgegen und dem Volk, das bei ihm war, und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Und der beste Schlusssatz hier ist, seht, ein Geschenk für euch aus der Beute des Feindes des Herrn. So, jetzt schauen wir an, was man mit diesen Versen machen kann. Wenn man sie nur so lesen würde, versteht man gar nicht den Verlauf. Die Vorgeschichte wird uns ein bisschen helfen, uns in diese Situation reinzudenken. Und ihr werdet feststellen, dass das, was hier im Alten Testament bei David passiert ist, was uns da beschrieben wird, das ist nicht so fremd für uns. Das ist nicht etwas, was ja damals, sondern es hat wirkliche Wahrheiten, Offenbarungen für uns heute und für unser Leben. Und es passt genau in unser Leben hinein. David war nämlich in eine tödliche Auseinandersetzung, Entschuldigung, eine tödliche Auseinandersetzung mit Saul hineingekommen. Saul verfolgte ihn und suchte David umzubringen. Die Attacken von Saul und seine Unberechenbarkeit waren zu einer realen Bedrohung für Davids Leben geworden. Sehr interessant ist hier der Psalm 59. Er berichtet uns nämlich darüber, wie es David ging, als Saul hinsandte und das Haus umzingelte, in dem David war, um ihn zu töten. Und in dieser Situation, da schreibt David ein Lied, einen Psalm, ein Gebet. Und das ist im Psalm 59. Da kannst du das lesen, was David gesagt hat, geschrieben hat, in dieser äußersten Bedrängnis. Da schreibt er, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Sie lauern auf meine Seele. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden. Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, er hört's. Du aber, Herr, wirst über sie lachen. Denn Gott ist meine Festung. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen.
Ja, mein Thema heißt Bürger zweier Welten. Du bist ein Bürger zweier Welten. Wenn du hier zuschaust und ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, bist du ein Bürger zweier Welten. Und ich möchte mit dir darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und was es bedeutet, eigentlich in der Fülle Gottes zu leben und in dem zu leben, was er eigentlich für uns bereitet hat. Und ich werde eine ganze Reihe Bibelstellen mit dir anschauen. Es ist also sehr gut, wenn du deine Bibel dabei hast oder deine App entsprechend aufmachst und dir was zu schreiben dazu holst, weil ich glaube, dass die Message, die der Herr mir heute aufs Herz gelegt hat, für einige von euch wirklich ein Schlüssel sein wird, um in einer neuen Art von Vertrauen, von Segen und von Zuversicht mit dem Herrn weiterzugehen. Amen. Als ich mich vor langer, langer, langer Zeit bekehrt habe, ich war 17 und hatte lockiges, blondes Haar, ein Jüngling, ja, und das war eine sehr besondere Veranstaltung. Ich habe nie wieder sowas erlebt. Das war in einem Universitätsgebäude, wo wir irgendwie hingefahren sind. Und dann gab es einen Aufruf bei klassischer Evangelisation war das, gab es einen Aufruf, aber der war so, dass sie gesagt haben, also alle, die sich bekehren wollen, bleiben sitzen und alle anderen gehen raus. Das war nicht schlecht, weil das natürlich so ein gewisses Trägheitselement ausgenutzt hat. Und es blieben ein Haufen Leute sitzen. Und genau, da habe ich mich bekehrt im Alter von 17. Und dann ging es los, einfach auf dem Weg mit dem Herrn in das eigentliche Leben hinein. Spannende Zeit. Wir werden da auch mal demnächst ein bisschen was über uns erzählen, wie so unser Werdegang war. Gut. Ich fing an, natürlich Bibel zu lesen, ernsthaft, intensiv, habe mich durchgearbeitet und ich bin jetzt nicht der Typ, der die Meinung von irgendwelchen anderen Leuten, vor allen Dingen, wenn sie so pauschal kommt, einfach so gerne akzeptiert, ja, sondern ich bin jemand, der da lieber mal ein bisschen prüft und für mich waren da eine ganze Reihe von Aussagen im Neuen Testament hoch irritierend, wo ich dachte, hä, was ist denn das? Was sind denn das für Aussagen? Jetzt waren das auch alles noch Sachen, die Jesus selber gesagt hatte. Und ich habe da also wirklich dran rumgeknuspert und gearbeitet und bin damit ja so richtig, wie soll ich sagen, schwanger gewesen, das einfach rauszukriegen. Was ist das? Um was geht es da? Was passiert da? Ja? Das sind Bibelstellen, die von vielen einfach überlesen werden. Wo man so drüber weggeht, sagt man, versteht man nicht, sind unbequem, geht man drüber weg, vergisst man, kommt auch nicht in der Losung vor, ja, sondern das ist sowas, wo man schon Bibel lesen muss, um da ranzukommen. Ne? Aber es sind Sachen, die in der Bibel stehen und Sachen, die Jesus gesagt hat. Und ich will dir ein paar Beispiele davon bringen. Ja? Einfach mal so Sachen, die mir wirklich damals richtig Mühe gemacht haben und wo ich dran rumgeknorzelt habe. Markus 10, Vers 25. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Nun, damals zu dem Zeitpunkt, meine Eltern hatten ein Unternehmen. Wir galten dort im Umkreis also eindeutig als zu den wohlhabenden Personen gehörend. Ja, das war etwas, wo ich durchaus naja, das betrifft mich natürlich schon. Also die Familie, wo ich reingeboren bin, das sind wohlhabende Leute. Das sind jetzt nicht unbedingt Reichtum im Sinne, aber so wie ein Unternehmer eben. Wohlhabend, der kann sich ein bisschen was leisten, der hat Möglichkeiten und so war das halt. Dann dachte ich, einer, der reich ist, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Hilfe. Und hier steht Reich Gottes, wird hier ausdrücklich gesagt. Und dann kommen natürlich irgendwelche Leute, wenn du solche Fragen hast, die sagen, ja, das ist nur symbolisch gemeint, darfst du so nicht verstehen. Das war ein Tor in der Mauer von Jerusalem, das war halt ein kleines Tor und da hat das nicht durchgepasst, das Kanal. So einfach, da musste man entladen und durchschieben, dann ging das schon. Das darf man so nicht verstehen, wie das ist. Ja, das ist eine Warnung vor exzessivem Reichtum und so, aber nicht so nehmen, wie es da steht. Und das Phänomen ist mir oft begegnet, dass Leute gesagt haben, ja, das nehmen wir nicht so, wie es da steht. Da sind man anders. Ne? Gut, es gibt biblische Aussagen, da muss man schon den Kontext wissen, man muss wissen, wie das Umfeld ist, man muss den historischen Zusammenhang erkennen, weil sonst kann man wirklich auf schräge Abwege kommen. Aber hier beispielsweise ist es eine Aussage, die steht so. Das steht da von einem Nadelöhr. Ja? Selbst wenn es ein kleines Tor war, trotzdem schwierig. Ne? Gut,
Also irgendwie war es schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Jetzt hatte ich mich doch gerade bekehrt und dann sowas. Habe ich weitergelesen und dann kam ich beispielsweise an eine Bibelstelle, die heißt, wahrlich, ich sage euch, Matthäus 18, Vers 3 bis 4, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Du warst jetzt gerade so als Teenager froh, dass du kein Kind mehr warst, ja, sondern so da rausgewachsen warst. Werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls, ouch, in das Reich der Himmel hineinkommen. Reich der Himmel ist bei Matthäus deckungsgleich mit Reich Gottes. Es ist also zwei Begriffe, die ausgetauscht werden können. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also erniedrigen, um der Größte zu sein. Was ist denn das? Erniedrigen wie ein Kind, erniedrigen wie ein Kind. Was soll das heißen? Was bedeutet das überhaupt? Wie denn? Wie kann ich denn wie ein Kind werden? Wie passiert das? Was muss ich machen, um wie ein Kind zu werden? Ja, nicht indem ich irgendwie kindisches Verhalten an den Tag lege, sondern da muss ja ist ja eine geistliche Bedeutung drin, ne? Markus 10, Vers 15 ist ganz ähnlich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, ergreift, wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Da haben sie dann gesagt, bei solchen Aussagen, ja, das darfst du auch nur so verstehen, ist nicht kompliziert, ist nicht kompliziert. Es gibt keine hohen Hürden. Ja, ist einfach kindlich einfach, ohne Hintergedanken, so ist das zu verstehen. Du kannst da, ja, reinkommen ins Reich Gottes, ist für jedes Kind kann das. Ja, das ist durchaus legitim. Aber ist es echt die Aussage, um die es Jesus hier geht? Na, ich habe natürlich weiter meine Bibel gelesen. Übrigens immer wieder, ne? Also auch intensiv. Ich kann mich an eine Phase erinnern, das war allerdings viel, viel später. Ich habe ein komplettes Jahr lang gebraucht, um den Epheserbrief durchzulesen, weil ich immer wieder an Punkte gekommen bin, wo ich gesagt habe, was bedeutet das, was heißt das? Und dann bin ich nicht weitergegangen, so nach dem Motto, okay, abgehakt, sondern ich habe gebetet und gerungen, um rauszukriegen, was bedeutet das? Und ja, wenn du das gemacht hast, dann hast du zu solchen Texten der Bibel einen Zugang, der ein echter Schatz ist. Echt wirklich gut. Lies die Bibel, ich sag's dir. Die Bibel ist besser als jedes geistliche Buch. Und es gibt viele gute geistliche Bücher, ja, deshalb haben wir ja auch einen Shop. Aber lies die Bibel, das ist ein völlig anderes Level, das ist das Wort Gottes. Ne? Und vor allen Dingen, lies die Bibel statt der Zeitung. Gut, okay, dann las ich also wie gesagt weiter und stellte fest, ach, diese Aussagen, das war nur der Einstieg, es wird ja noch viel derber. Und dann kamen hier ein paar Klöpper, wie beispielsweise Markus 10, Vers 42. Das ist wirklich eine interessante Stelle. Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Aua! Aller Sklave. Ich meine, Sklave, das klingt wirklich nicht gut, ne? Wenn du dir das so überlegst. Auch noch von allen der Sklave. Also jeder kann dich rumkommandieren. Du bist sozusagen, sag mal, gefühlt der Fußabtreter für jeden. Ja? Was heißt das? Was bedeutet das? Wie ist das zu verstehen? Ist das tatsächlich so zu verstehen? Ein anderer Bibelvers drückt es so aus, gleiche Aussage, Lukas 22, Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Das ist die gleiche Aussage, einfach anders formuliert. Ich möchte an der Stelle mal einen Einschub machen, also mal von meinem Thema weggehen, so mal einen Einschub und sagen, es ist auch echt interessant. Das sagt Jesus. Er sagt, die Regenten der Nationen beherrschen. Und die Großen üben Gewalt aus. Beziehungsweise hier bei Lukas, ja, die Gewalt ausüben,
lassen sich auch noch Wohltäter nennen. Das ist doch exakt unsere Situation. Ist doch exakt die Situation, in der wir uns beschreiben. Mit Gewalt werden irgendwelche Dinge durchgedrückt und dann wird noch gesagt, das ist eine Wohltat. Ja? Lüge ist da drin. Betrug ist da drin. Ja? Es ist wirklich interessant. Ja? Die Regenten unterjochen ihre Völker, drangsalieren ihre Völker, manipulieren ihre Völker, tun ihnen Gewalt an. Das ist das, was wir erleben. Und dann heißt es hier, so nicht bei euch. Das darf so nicht sein. Dieses System darf bei euch nicht gelten. Es muss anders sein. Komplett anders. Genau. Sehr wichtig. Okay. Und als ich dann weiter gelesen habe, kam ich natürlich auch zu Matthäus 5, Vers 3, ne, in der Bergpredigt. Da gibt es überhaupt ein paar herausfordernde Sachen, wenn man sich die mal ernst zu Gemüte führt. Dann heißt es doch tatsächlich hier, glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also Reich der Himmel kennen wir schon, das ist Reich Gottes. Ne? Und das ist was für die Armen im Geist. Ja, Geistesarme. Was sind das für Leute? Ich meine, jeder kennt Leute, die krank im Geist sind, Geisteskranke, aber hier sind es Geistesarme, Leute, die arm im Geist. Was heißt das denn bitte? Ja, sind das einfältige Leute? Sind das dumme Leute? Was bedeutet das? Arm im Geist. Es geht doch gerade darum, dass wir im Heiligen Geist die Fülle haben, dass wir uns ausstrecken danach, dass er uns erfüllt, der Geist. Was meint Jesus hier? Ja? Und wenn man solche Aussagen nicht versteht, dann kann man darüber hinweggehen oder man kann sagen, Herr, ich möchte, dass du mir klar machst, um was es hier geht. Ich will nicht irgendwie die Bibel selektiv lesen, wo ich sage, ich suche mir die paar Sachen raus, die ich verstehe und den Rest, den überspringe ich, sondern ich will das ganze Wort Gottes in seiner Fülle haben. Ja, okay, also habe ich an dem Versen rumgeknuspert. Und dann ging es noch weiter. Wenn jemand mir nachkommen will, okay, das wollte ich ja, das war ja genau mein Ziel, Nachfolge mit dem Herrn, loslegen, ne? Verleugne er sich selbst, naja, das ging ja vielleicht noch, und nehme sein Kreuz auf. Oh, Kreuz. Also das hat mich schon herausgefordert, ne? Soll ein Kreuz auf sich nehmen. Und dann gab es wieder Leute, die gesagt haben, ja, das musst du verstehen, das ist natürlich symbolisch und bla. Aber weißt du was? Das Kreuz steht für Leiden, Sterben und Tod. Das ist das Kreuz. Ja? Das Kreuz steht für Leiden, Sterben und Tod. Und Jesus sagt, das musst du auf dich nehmen. Das musst du auf dich nehmen und folg mir nach. Denn, und jetzt wird es noch besser, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Was bitte heißt das? Was ist denn damit gemeint? Ich war ja froh, dass ich errettet war. Ja, endlich, Halleluja. Und dann sowas? Um was geht's denn hier? Also, verleugnen, Tod, kein Leben retten. Aber Leben zu retten ist der Kernbegriff von Evangelisation. Ja, Evangelisation bedeutet, andere Menschen das Leben zu retten, sie zu erretten, zur Errettung zu führen. Ja, das ist doch das, was Gott uns anvertraut hat, das Leben. Jetzt sollen wir das gering achten oder was? Ja, was hat das hier für eine Bedeutung? Und als ich noch weiter gelesen habe, stellte ich fest, es wird noch kerniger. Eieiei. Ja, nochmal ähnlich hier, Matthäus 10, Vers 38. Wer nicht sein Kreuz, haben wir schon, Leiden, Sterben und Tod, aufnimmt und mir nachfolgt. Also wer das nicht tut, ist meiner nicht würdig. Also jeder, der das nicht tut, ist draußen. Ist des Herrn nicht würdig. Und dann wieder die Aussage, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Also finden ist schlecht. Retten ist schlecht, verlieren ist gut.
kann doch nicht wahr sein. Was will Jesus hiermit sagen? Lukas 14, Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, da habe ich dann wirklich ein Minuszeichen oder ein Fragezeichen in meine Bibel gemacht, weil ich das nicht kapiert habe. Was soll das heißen? Ich kann nicht sein Jünger sein, ich bin doch gerade eben erst bekehrt worden. Bin doch jetzt in der Jüngerschaft, bin doch in der Nachfolge. Jetzt muss ich auch noch allem entsagen, aber wie? Wie entsage ich denn allem? Ja? Was mache ich denn? Wie sieht das denn aus? Ne? Armutsgelübde? Bettelmönch? Asketendasein? Säulenheiliger? Irgendwelche schrägen Sachen, die es ja durchaus in der Geschichte gab? Hilfe! Und dann kam der absolute Klopper. Johannes 12, Vers 25. Ehrlich, das zieht dir die Schuhe aus. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. What? Leben hassen? Ja, wer hasst denn schon sein Leben? Sorry, das sind gestörte Persönlichkeiten, die sowas tun, die diesen Selbsthass haben. Ja, das ist dämonisch. Was bedeutet das? Das sind so verwirrende Aussagen, wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, um was es da geht. Sowas von eigentlich beleidigend, unser Verstand beleidigend, unsere Erkenntnis beleidigend, sowas von provokativ. Das ist richtig schmerzhaft. Ich verstehe die Leute, die brüskiert sind darüber, was Jesus da so, sagen wir mal, rausgehauen hat. Und ganz ähnlich, wir hatten neulich mal drüber gesprochen, war es mit seiner Predigt, wo es über dieses "Iss mein Fleisch und trink mein Blut" ging, wo es ums Abendmahl ging und die Leute das nicht verstanden haben und einfach weggelaufen sind. Wo er innerhalb von jetzt auf sofort von einer Beliebtheit, die wirklich kurz davor war, dass sie ihn zum König machen wollten, auf fast null abgesunken ist. Alle haben ihn verlassen, außer diesen 12 Jüngern. Ne? Da hat er die Leute brüskiert, der hat die richtig vorm Bauch gekloppt. Und das ist hier ähnlich. Was sind das für beleidigende Aussagen? Ja, was bedeutet das? Und wie passt das denn auch überhaupt so in unser Bild? Ja, dem Bild, was die Bibel von Jesus zeigt. Dem Herrn, ja, der uns zu einem Leben im Sieg verholfen hat. Zur Fülle, zur Herrlichkeit, der Versorgung und Segen gibt. Ja. Wie passt das zu dem vollen, gedrückten, gerüttelten, überfließenden Maß, von dem die Bibel spricht? Er hat uns doch so viel gegeben. Leben in Fülle. Deshalb ist er ja gekommen, dass wir das haben dürfen. Volle Genüge. Und dann diese Aussagen. Und die findest du in der Form auch wirklich nur bei Jesus höchstpersönlich. Ja? In den anderen Briefen findest du sowas dann nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe mich tatsächlich mit diesen Fragen rumgeschlagen. Ja, ich habe gesagt, was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Und ich war mit keinen Standardantworten zufrieden nach dem Motto, das musste symbolisch verstehen, das gilt heute nicht mehr. Das war natürlich das billigste Primitivargument. Wenn Leute sagen, ja, das gilt heute nicht mehr. Das galt nur damals, heute gilt das nicht mehr. Aha, wenn du da nämlich nicht aufpasst, dann hast du eine Wischiwaschi-Geschichte, wo du überhaupt nicht mehr weißt, was heute noch gilt von der Bibel und was heute nicht mehr gilt. Du musst das Wort nehmen, wie es ist. Ja, schon prüfen, wie ist der Kontext, wie ist der Zusammenhang, wie ist das zu verstehen. Es gab beispielsweise in der Bibel gibt es eine Fülle von Redewendungen, die aus dem jüdischen Verständnis kommen. Ja, und da muss man wissen, was ist denn damit gemeint. Ja, es gibt beispielsweise Aussagen wie, sollst du das Auge ausreißen, wenn es dir zur Sünde wird. Da geht es teilweise um Sprichworte und so weiter. Da muss man ein bisschen einsteigen, um das zu verstehen, was das ist. Aber hier hast du Aussagen, die auch vor allen Dingen in dieser Fülle durchaus eine scharfe Richtung geben. Und ich war nicht damit zufrieden mit irgendwelchen Wegwischargumenten. So, ich habe also gebetet und habe gedacht, Herr, ich muss da eine Klärung haben. Das ganze Ding ist für mich einfach zu heftig. Dann ist es natürlich so, weißt du, Gott
hat uns das Leben gegeben. Und das Leben will sich entfalten, will sich entwickeln, will wachsen, will groß werden, will vorankommen, will Raum einnehmen. Das hat Gott in uns, in jeden einzelnen Menschen gegeben. Und so ist es so, dass jeder Baum wachsen will, jede Firma wachsen will, jede Gemeinde wachsen will. Alle wollen irgendwie zunehmen, größer werden. Also durchaus im positiven Sinne. Ja? Das ist etwas, wo es ums Vorankommen geht. Und das hat Gott in uns hineingelegt. Er hat uns das geschenkt. Dieses Leben. Leben heißt irgendwie in dieser Bewegung sein. Und dann gibt es den Tod. Und der Tod, das ist das Gegenteil davon. Dann kommt alles, was diese Entwicklung, dieses Vorankommen, dieses Voranschreiten irgendwie betrifft, kommt zum Ende. Nicht wahr? Absolutes Ende der eigenen Möglichkeiten. Kein Wachstum, keine Entwicklung, Schluss. Das sind Gedanken, die mir geholfen haben, wie der Herr mir die Lösung von diesen Bibelstellen geschenkt hat. Ja, und zwar hat das mehrere Jahre gedauert. Und jetzt hole ich mal eben hier meine dolle Tafel. Wir haben weder Mühen noch Kosten gescheut und hier diese Tafel organisiert. So, also, dann fangen wir mal an. Ich bin hier aus dem Bild raus. Fangen wir mal an. Also, ich hoffe, du kannst das sehen. Hier haben wir mal so eine kleine Skizze. Und es geht darum, dass du irgendwie ins Leben kommst. Ja, Gott bringt jeden Menschen ins Leben. Und wenn du ins Leben kommst, dann ist das schwach, klein, abhängig, ausgeliefert, ohne großartige Gestaltungsmöglichkeiten. Also nehmen wir mal an, das hier wäre der Start ins Leben. Ja, das ist die Geburt. Und sagen wir mal, weil du wenig damit bewegen kannst und so weiter, das wäre hier 0%. Wenn nämlich ein Baby geboren wird, ist es abhängig. Es ist völlig angewiesen auf Hilfe, auf Beistand, auf Unterstützung, auf alles. Sonst wird es einfach sterben. Es ist notwendig, dass es hier, wenn es ins Leben kommt, wenn es im Leben hineingeht, Hilfe bekommt. So, und wenn das also hier startet, dann ist das normale Bestreben, zu wachsen, mehr zuzunehmen, irgendwie sich zu entwickeln, voranzukommen im Leben. Also das möchte ich hier durch diese kleine Skizze darstellen. Ne? Du willst im Leben vorankommen. Du möchtest etwas erreichen. Du möchtest größer werden. Du möchtest wachsen. Du möchtest von mir aus Erfolg haben. Ja, okay. Dieses Streben, auch nach Wohlstand und sich Wünsche erfüllen können, haben im Grunde genommen eigentlich alle Menschen zusammen. So, und manche Leute, sagen wir mal hier, kommen bis irgendwo hin, kommen weiter voran, andere dann nicht, bleiben irgendwo auf der Strecke, wie der Ägypter, den wir gerade hatten. Irgendwie gibt es da so eine Skala und man kann sich im Leben weiterentwickeln. Und das ist das ganze Spektrum des Lebens. Hier sagen wir mal von 0% bis irgendwie, wie man sich das Leben entwickeln kann. Ja? Also hier, sagen wir mal, Ohnmacht, wo man ganz wenig machen kann, eben nichts machen kann, bis hin, wenn sich das irgendwie entwickelt, zu hier irgendwelchen Leuten, die sich mehr oder weniger jeden Wunsch erfüllen können, die Reichtum haben, die Macht haben, Ansehen, Position und so weiter und so weiter. Das ist das Spektrum des Lebens, auf dem wir uns bewegen. Und alles geht in diese Richtung. Alles geht in diese Richtung. Und Leute sind bereit, teilweise einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen, hier irgendwie sich zu entwickeln. Ich habe auf dem Herzen, demnächst mal über ein typisch deutsches Phänomen zu sprechen, und das ist, dass Menschen ihre Seele dem Teufel verkaufen für irgendwelchen Erfolg. Für Geld, Macht, Einfluss, Sex, was weiß ich, irgendetwas, was sie haben wollen, wo sie einfach ja, einen Deal mit dem Feind machen.
Das ist weiter verbreitet, als du dir überhaupt vorstellen kannst. So, und dafür sind Leute bereit, alles hinzugeben, um hier irgendwie Macht und Möglichkeiten und Position zu bekommen. Einfluss. Gut, also schauen wir mal an. Wir hatten gesagt, hier Geburt. Dann sagen wir mal, ganz am Anfang haben wir hier von mir aus Babys. Die können also quasi gar nichts selber gestalten und machen. Ja, die sind abhängig von Hilfe. Dann kommen hier irgendwo die Kinder, die sich dann irgendwie entwickeln. Dann kommen vielleicht hier in den Bereich, wo auch noch wenig möglich ist, das eigentliche Leben zu gestalten und zu machen, wo man irgendwo, so sagen wir mal, auf dem Weg bleibt, sind von mir aus irgendwelche Leute, die behindert sind. Also geistig behindert sind oder körperlich behindert sind, die wenig machen können, die irgendwie abhängig sind von Hilfe und so weiter. Oder Leute, die einfach arm sind. Ich schreibe mal hier hin, Arme. Also Leute, die finanziell einfach in Not sind, in großen Schulden sind und so weiter. Und dann gibt es hier ein großes Mittelfeld. Ne? Das ist da, wo die meisten von uns sind. Mittelfeld. Also Leute mit braves Bürgertum. Ja? Brave Leute, die ihr Einkommen haben, die ihre Arbeit haben, die ihre Ausbildung haben und die irgendwie so in dem Bereich, mal mehr hier, mal mehr da, sind, um irgendwie ihr Leben zu managen und zu leben. Und dann hier, ein bisschen weiter, kommt es dann hin, wenn hier dann irgendwelche Leute mehr so wohlhabend sind. Ja, schreiben wir mal hin, wohlhabend. Nur um das hier so ein bisschen zu verdeutlichen. Wohlhabende Menschen, so der Mittelstand, der Unternehmer, von denen ich da vorhin beispielsweise gesprochen habe. Ne? Und dann irgendwann hier wird es dann langsam immer dünner. Ne? Dann kommen da so hier die Prominenten, die Stars, die Politiker, die Erfolgreichen. Schauen wir mal hin, Erfolgreiche. Die sind auf dem Weg schon ziemlich weit vorangekommen. Und dann wird es noch dünner und dann kommen wirklich die Regenten, die Herrscher, Diktatoren und irgendwann die Superstars und irgendwann irgendwelche Milliardäre. Ja, also hier, sagen wir mal, Herrscher. Und Milliardäre, die kürze ich mal hier ab, MRD. Wie wir vorhin hatten in der Bibelstelle, diese hier unterdrücken die, ne? Drücken ihnen Gewalt, tun ihnen Gewalt an, ja? Um ihre Agenda durchzusetzen. Gut, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Was ich sagen will ist, das Leben, das ganz normale Leben von uns allen, irgendwie bewegt sich in dieser Richtung. Und wir sind auf dem Weg, hier weiterzukommen, Erfolg zu haben. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Jeder von uns befindet sich irgendwo hier auf der Skala. Ne? Wir versuchen so möglichst weit zu kommen, Geld zu verdienen, auch im positiven Sinne Einfluss zu nehmen, um einfach was bewegen zu können. Aber letztlich, egal wie weit man kommt, letztlich kommst du wieder an den Punkt von 0%. Den Punkt, wo du nichts mehr machen kannst. Den Punkt, wo Schluss ist. Nämlich, das ist der Punkt auch des Todes. Da geht nichts mehr. Ende. Du kannst dein Leben nicht mehr gestalten. Es ist vorbei. So, dass wir also sagen können, hier an der Stelle, wo wir den Start haben, haben wir auch den Tod. Das Ende. Interessant, ne? Von hier geht's los und da enden wir wieder. Die Bibel sagt, dass wir den Herrn bitten sollen, dass wir schlau werden, klug werden, damit wir lernen, dass wir sterben müssen. Jeder hier, egal wo er sich befindet, kommt wieder hier an. Kommt hier wieder an. Es kommt der Zeitpunkt in jedem einzelnen Leben, von jedem Menschen auf dem Globus, wo es vollkommen egal ist, wie weit du hier vorangekommen bist, es kommt der Zeitpunkt des Todes. Es kommt der Zeitpunkt, wo Schluss ist. Es kommt der Zeitpunkt, wo man an die absolute Punkt der Ohnmacht wieder ankommt. Und ihr werdet sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt. Wir gehen da gleich drauf ein. Bei uns ist es jetzt nur so, dass wir in der Gesellschaft, wie wir denken und wie wir leben und so weiter, dass es darum geht, hier ist es mit diesem Erfolg. Ach, Erfolg.
Das ist der Bereich des Erfolges. Wir wollen möglichst erfolgreich werden, erfolgreich sein. Wir wollen uns unbedingt hier in diese Richtung bewegen. Wenn wir in diese Richtung gehen, dann ist das super. Ja, das ist Erfolg. Das ist super. Das ist perfekt. In der Richtung wollen wir alle unterwegs sein. Ne? Und wenn das in der Richtung geht, nach menschlichem Streben, ja, dann geht es aufwärts. Dann entwickeln wir uns. Wir sind happy, wir sind positiv, wir jubeln, wir preisen den Herrn. Oh, Halleluja, es geht in die richtige Richtung. Der Herr schenkt Gnade. Wir sprechen von Gebetserhörung, ne, von Segen, von Führung. Das geht in die Richtung, die wir uns vorstellen. So, und das Streben in vielen Gemeinden und christlichen Werken und bei Christen überhaupt ist eben in diese Richtung. Man sagt, wir wollen diesen Erfolg haben. Auch mit den Programmen, auch mit den Konzepten. Wir wollen Erfolg haben in dieser Art und Weise. Okay, und wenn es eben in diese Richtung geht, ich mache es mal hier unten hin, ne, dann ist das Misserfolg. Misserfolg, Hilfe, das ist ja das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann. Das geht ja in die falsche Richtung. Das geht ja Richtung Null. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und dann sprechen wir beispielsweise von einer Krise. Krise, sehr wichtiges Wort in der momentanen Phase. Wenn es in diese Richtung geht, abwärts, oh, dann verstehen wir den Herrn nicht mehr. Und wir murren und wir klagen und wir jammern und wir schimpfen. Und es ist eine Horrorvorstellung für viele, viele Christen, ja, dass ihr Leben eventuell in diese Richtung geht. Wobei, spätestens zum Punkt deines Todes geht es eh in die Richtung. Ne? Das sind dann unerfüllte Hoffnungen. Das ist dann Schmerz. Dann sind wir niedergeschlagen, enttäuscht, frustriert. Und wir fragen, Herr, warum tust du uns das an? Herr, warum tust du das an? Wieso lässt du das zu? Wie kann das überhaupt sein, dass wir in diese Richtung unterwegs sind? Interessant ist, dass die meisten Leute, wenn sie Erfolg haben als Christen, diese Frage nicht stellen, warum der Herr ihnen das antut. Wenn es aufwärts geht, ist alles gut. Aber wehe, wenn es abwärts geht. Und dann klagen die Leute Gott an. Und ich hatte dir vor einigen Monaten mal ein schrilles E-Mail vorgelesen. Das kam mir jetzt wieder in die Hände. Und das ist genau so eine Situation, wie manche Leute denken. Hallo zusammen. Ich habe mir gerade das YouTube-Video sowieso angesehen, das macht mich zornig. Ihr tut immer so, als wäre alles einfach. Ich bete jetzt seit 3 Jahren und mache mit Gott, / Jesus, Kompromisse etc. Und von meinen 4 Wünschen ist bisher keiner in Erfüllung gegangen. Wenn Gott nicht langsam mal liefert, dann verliere ich meinen Glauben. Und das hat Gott selber zu verantworten. Auweia. Da war jemand in einer Phase, wo er das nicht verstanden hat. Und überhaupt verstehen viele, viele Menschen die Führung Gottes nicht. Ja? Die verstehen nicht, wie das mit dem Reich Gottes funktioniert. Denn das Reich Gottes ist nicht das Reich der Welt. Es ist nicht kompatibel. Es ist diametral entgegengesetzt. So, und damit das jetzt klarer wird, schreiben wir mal hier drüber, System der Welt, Reich der Welt. Das ist das, wo wir alle hineingeboren sind. Dieses System, was wir hier sehen, ist das System der gefallenen Schöpfung. Ja? Das ist das, was in diese Richtung geht. Das ist das mit Ellbogenmentalität, mit Ungerechtigkeit, mit Betrug, mit Lüge, mit Ausbeutung, mit Egoismus, mit Habgier, Unterdrückung, Gewalt hatten wir schon, Bindung. Keine Freiheit, Manipulation, die Herrschenden unterjochen die anderen und. Ne? All das ist das Reich der Welt, das System der Welt. Oh, ich sehe gerade, ihr könnt das gar nicht sehen. Wir müssen die Kamera mal ein bisschen richten, okay? So, das Reich Gottes, das Reich des Himmels ist komplett anders. Völlig anders. Es ist diametral entgegengesetzt. Und dann haben wir hier einen hochinteressanten Punkt, wie ich schon sagte.
den Nullprozentpunkt. Der Nullpunkt steht für Start, steht für Geburt. Wir müssen kapieren, dass das Reich Gottes ein komplettes Umdenken erfordert. Und das ist tatsächlich irritierend und unseren Verstand beleidigend. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist genau anders. Es ist komplett entgegengesetzt. Und deshalb schreiben wir jetzt mal hierhin Reich Gottes. Wie gesagt, kannst auch Reich der Himmel schreiben. Wie kommen wir, wenn wir jetzt hier in diesem Leben sind, in das Reich Gottes? Indem wir in diese Richtung gehen. Oha, das klingt gar nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen. Dann machen wir mal hier den Strich weiter. Und sagen, okay, das hier ist jetzt das Reich Gottes. Und wir müssen verstehen, an diesem Punkt, wo hier Tod steht, Ende steht, ist der Beginn für ein Leben im Reich Gottes. Reich der Welt und Reich Gottes sind diametral entgegengesetzt und sie berühren sich nur an einem Punkt, dem Punkt von 0%, dem Punkt von Geburt, Tod und Ende und gleichzeitig Anfang oder Start. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ja, wir werden gleich noch ein paar Bibelstellen uns dazu anschauen. Weißt du, um im Reich Gottes überhaupt hineinkommen zu können, müssen wir sterben, geistlich. Ja? Wir müssen ans Ende von unseren menschlichen Möglichkeiten kommen. Wir müssen unseren Ego, unser Fleisch, unser irdisches Leben und so weiter, muss zum Ende kommen. Und diesen Punkt hier nennt die Bibel sehr interessanterweise öfters das Kreuz. Das Kreuz. Hier ist der Punkt des Kreuzes. Kann man das sehen? Nee. Hier an der Stelle ist der Punkt des Kreuzes. Ja? Und um in diesem Leben, wo wir alle in diese Richtung streben, überhaupt in den Bereich des Reiches Gottes reinkommen zu können, müssen wir einen Umkehr machen. Wir müssen einen kompletten Turnaround machen, wie man so schön im Englischen sagt. Einen Umkehr, eine Bekehrung. Wir müssen aufhören, in die Richtung zu gehen, sondern wir müssen in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wir müssen im Sinne Gottes einen Turnaround machen. Weißt du, wenn du dich bekehrst, dann bist du auf diesem Weg. Das ist der Weg der Welt. Das ist der völlig normale Weg in die Richtung. Und du bekehrst dich und gehst in die andere Richtung. Du gehst in die Richtung des Reiches Gottes. Und wenn wir uns bekehren, dann sagen wir normalerweise, Herr, ich gebe dir mein Leben. Das ist eine wissentliche Entscheidung, eine willentliche Entscheidung, meistens bei klarem Verstand, meistens nicht manipuliert und du gibst ihm dein Leben. Und wie lange dauert es, bis du dein Leben dir wieder genommen hast? Genau, in der Regel ein paar Minuten, ein paar Stunden. Aber ihm gehört unser Leben. Aber wenn ihm unser Leben gehört, ist das hier auf der Seite im Reich Gottes, jenseits des Nullpunktes. Und wir müssen verstehen, an dieser Stelle hier, im Reich Gottes, im Geist, sterben wir wirklich. Wir sterben und kommen als neue Kreatur wieder ins Leben. Und das hier ist das Bild für die Taufe. An der Stelle haben wir das Bild für die Taufe. Die Taufe symbolisiert den Tod. Wir sterben in Christus und wir werden auferweckt in das Reich Gottes hinein. Ja? Das heißt, wir haben hier den fleischlichen, natürlichen Bereich und hier haben wir den geistlichen Bereich. Ich schreibe es mal dazu. Und hier geistlich. Wenn die Bibel vom Fleisch spricht, meint sie immer das hier. Wenn sie vom Geist spricht, meint sie immer diesen Bereich. Und da gibt es an dieser Stelle
für die Umkehr im Grunde genommen, ich sag mal, ein Portal, eine Tür. Die Taufe ist ein Portal in das Leben mit dem Herrn hinein. Und das möchte ich dir hier mal gerade ein bisschen aufmalen, dass wir das plastisch haben. So, das soll hier mal so eine Tor sein. Und der Punkt ist, dass es zwingend wichtig ist, dass wir durch dieses Tor hindurchgehen. Ja, von der Umkehr durch das Tor hindurch. Ja, wir müssen durch das Tor in das Eigentliche hineingehen, was dahinter ist, nämlich das Reich Gottes. Das Entscheidende ist, dass wir aus dem Weltsystem in das Reich Gottes hineinkommen. Und das geschieht geistlich durch den Tod. Den geistlichen Tod. Wir werden eine Neugeburt, auferweckt. Ja? Vielleicht kennst du das, diesen Spruch bei der Taufe. Stirb in Christus, steh auf in Christus. Das ist es. Das ist es, worum es geht. Ja? Es ist ein Portal an der Stelle. Es ist der Ort von Geburt und es ist der Ort von Tod. Ja? Es ist der Ort von Ende unserer Möglichkeiten und Neuanfang, Neugeburt hinein in die Möglichkeiten des Herrn. Wer diese Schwelle, dieses Tor, diese Hürde, diesen, wie soll ich mal sagen, diesen Schritt da nicht hineintut, der bleibt im Land, im Reich der Welt. Wir müssen aber hindurchkommen in das Land Gottes. Nur wer hier ist im Reich Gottes, hat ewiges Leben. Wenn wir hier bleiben, können wir behaupten, was wir wollen, ja, wie fromm wir sind oder was wir tun wollen. Es nützt uns nichts. Wir müssen hier hinein. Wir müssen hinein in das Reich des Herrn. Und das geschieht, wie gesagt, durch Umkehr, Bekehrung und dieses Hindurchschreiten in das Reich des Herrn. Und da ist ein Bild dafür. Ein Bild dafür ist die Taufe. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen. In Römer 6, Vers 3 bis 6. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind. Das ist natürlich das Kreuz, ne? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus von den Toten auferweckt ist, auch worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens, also im neuen Leben, im geistlichen Leben, leben können. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde, was hier ist, abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Paulus spricht davon, dass es zwingend notwendig ist, dass wir hier hineinkommen und das geschieht durch diese Umkehr, durch diesen Neugeburt. Der alte Mensch stirbt, der neue Mensch kommt zur Neugeburt. Das ist das, was eigentlich Bekehrung meint. Das ist das, wenn wir Jesus unser Leben geben. Ja, das ist, dass du eine neue Kreatur bist. Du wirst von Neuem geboren und der alte Mensch ist dann tot. Ne? Halleluja. Und es ist zwingend notwendig, das zu machen. Wer das nicht tut, wer Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Herrn und Retter annimmt, wer sagt, ich will hier bleiben, der kommt nicht in dieses System des Reiches Gottes hinein. Und da gibt es eine Fülle von Beispielen. Also beispielsweise, dass Leute also ans Ende kommen müssen von ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Catherine Kuhlman kennst. Das war eine, ja, Mitte letzten Jahrhunderts eine bekannte Heilungsevangelistin und wirklich erstaunliche Frau Gottes. Und sie hatte durch verschiedene Umstände in ihrem Leben, also wirklich, das ging richtig im Bach runter. Und sie war so verzweifelt und irgendwann ging sie mal durch irgendeine Stadt, irrte einfach so herum, hatte keinen Plan, hatte nichts und sie ging in eine Straße rein und da war eine Sackgasse und sie landete vor so einer Mauer. Richtig vor einer Mauer und sie sagte, das war für sie wie das Reden Gottes. Sie kam einfach an die Sackgasse und sie sagt, an der Stelle, an dem Tag, da starb Catherine Kuhlman. Da starb sie, weil das war für sie der Inbegriff der Sackgasse, des Endes, Zerbruch. Und dann gab es einfach eine Neugeburt, eine Wiederherstellung. Der Herr hat
dann sie in diesem geistlichen Dienst erstaunlich gebraucht, mit wirklich bemerkenswerten Heilungen, Zeichen und Wundern. Und auch für uns, und deshalb ist mir diese Sache so wichtig, ist da eine ganz besondere Story drin, die jetzt so von meiner Seite einfach wichtig ist. Weißt du, ich habe ja gesagt, wir waren, oder ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, sagen wir mal, wir sind hier, wohlhabend, ja, erfolgreich, war schon was, ne? War eine gute Sache. So, und man wollte natürlich sich weiterentwickeln und alles. Und ich bin dann nach dem Studium in die Firma reingegangen und alles Mögliche umgesetzt, was man so gelernt hatte und was man wusste und was notwendig und gut und richtig war. Und das hat sich gut entwickelt. Und wir haben uns also an dieser Stelle hier, dann nehme ich mal wieder den roten Stift, an der Stelle, wo wir irgendwo gestartet sind, sagen wir mal hier, gab es 7 ganz fette Jahre. Also wirklich, das ging hier in die Richtung. 7 richtig gute, fette Jahre. Also fantastisch. Ja, der Herr hat richtig einfach Segen gegeben. Ne? Super Entwicklung, ganz fantastisch. Wir waren Marktführer, ja, in unserer kleinen Branche und so weiter. Es war super. Und dann irgendwann kam es zu folgendem Ereignis, und das ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass der Herr irgendwie durch den Heiligen Geist an mir anfing zu bohren und zu arbeiten und Dinge in mein Herz hineinzugeben. Und ich fing an zu beten: Gott, nimm alles weg, was zwischen uns steht. Gott, ich will dir mein Leben geben. Ja? Gebrauche mein Leben zu deiner Ehre. Ich will dein Angesicht sehen und so weiter. Und was hat Gott gesagt? Klasse, machen wir sofort. Was unmittelbar folgte, ich habe allerdings Jahre gebraucht, um das zu kapieren, war, dass von dem Moment an kam es zu der Umkehr und wir hatten, so wie ich gebetet hatte, 7 magere Jahre. Und am Ende von den 7 mageren Jahren waren alle Ressourcen in dieser Firma verbraucht und wir mussten Insolvenz anmelden. Die Firma war in der 4. Generation von Christen geführt und über 100 Jahre alt. Insolvenz, Misserfolg, Krise, Katastrophe mit all den Beleidigungen, mit all den Beschuldigungen, mit all der Verachtung, dem Misserfolg, mit all dem, ich will nicht sagen Stigma, das ist zu viel gesagt, aber was einem angehängt wird. Und auf einmal waren wir von hier, also nicht ganz, aber schon ziemlich abgerutscht von den finanziellen Möglichkeiten, von den Ressourcen, von dem, was man machen konnte, wie man das Leben bewegen konnte und so weiter. Und an der Stelle haben wir gesagt, okay, wir wollen unser Leben wirklich dem Herrn geben und wir sind mit der ganzen Familie dann damals auf die Bibelschule. So, was ich damit sagen will ist, wir waren hier in dieser Richtung unterwegs in unserem Leben. Und dann haben wir angefangen zu beten, vielleicht leichtfertig zu beten. Und Gott hat das gehört und hat gesagt, super, ich erhöre dein Gebet, aber komplett anders, als ich mir das vorgestellt hatte, sondern er sagte, dazu brauchen wir einen Turnaround, genau einmal in die andere Richtung. Und ich habe natürlich nicht kapiert, was los war. Für mich war das eine Katastrophe, Misserfolg, es wurde immer schlimmer. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Ja, die Sachen wurden auch immer bedrängender und enger und schwieriger. Und es waren auch ein paar sehr komische Begleiterscheinungen dabei und geistliche. Und letztlich war es so, dass ich heute sagen kann, was für ein Segen, dass der Herr uns so geführt hat. Hätte ich es damals geahnt, hätte ich wahrscheinlich nicht so leichtfertig gebetet, muss ich ehrlich sagen. Aber er hat uns geführt, damit wir hier hineinkommen. Wirklich, real, hier in diesen Bereich hineinkommen, in sein Reich. Ja? Und dazu ist eben dieser Turnaround notwendig. Das muss nicht mit der Insolvenz, das muss nicht mit Katastrophen eingehen, aber das muss mit dem Zerbruch der eigenen Wünsche, der eigenen Vorstellungen, der eigenen Ambitionen häufig einhergehen. Wir müssen wirklich sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben und ich bin bereit, durch dieses Portal in das hineinzugehen, wo dein Reich ist und deine Absichten ist. Ja? Es gibt auch dieses alte Lied. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Yep, das ist jemand, der umgedreht ist und sich irgendwo hier befindet, direkt am Punkt des Kreuzes, ja, und sagt, die Welt liegt hinter mir. Dem habe ich den Rücken zugewendet. Und was sagt die Bibel? Sie sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, weil wir vom Reich Gottes kommen.
Halleluja. Ja, gut. Jesus sagt beispielsweise in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit, wie du mich in die Welt gesandt hast, dass er von hier in die Welt kam, so sende auch ich sie in die Welt. Das heißt, wenn wir wiedergeboren sind, leben wir hier im Geistlichen, aber natürlich sind wir noch in der Welt irgendwo positioniert, aber nicht mehr von der Welt, sondern eine neue Kreatur. Wir sind nur noch in der Welt. Und jetzt möchte ich mit dir was tun. Ich möchte diese Bibelstellen, die ich dir vorhin vorgelesen habe, nochmal mit dir durchgehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Der Reiche befindet sich also hier. Um den Weg von hier, wo er reich ist, bis an diesen Nullpunkt zu gehen, dauert es. Es ist schwierig für ihn. Ja? Das Kamel, was wenig Möglichkeiten hat, auch wenig Intelligenz, befindet sich deutlich näher an dem Nullpunkt. Für das ist es leichter. Ja? Für den Reichen ist es schwieriger. Für das Kamel nicht so schwierig. Das bedeutet es, hier hineinzukommen, in das Reich Gottes. Oder er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Haha, Umkehr und annehmen wie ein Kind. Die sind nämlich viel näher hier dran. Wenn du hier bist, musst du es annehmen wie ein Kind, um hier hineinzukommen. Okay. Oder, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ja, logisch. Wenn du hier bist, kommst du nicht hin. Du musst umkehren. Du musst, um hier hineinkommen zu können überhaupt, musst du im Grunde genommen diesen Weg gehen und werden wie Kinder. Das ist der Weg in dieser Richtung. Ja? Ihr werdet keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigt, ne? Also hier ist, er ist hier, aber er erniedrigt sich selbst, sprich, er kommt hier hin, ja? Wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Das heißt, er kommt da in der richtigen Richtung, bewegt er sich. Nächste Bibelstelle. Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Das ist das System der Welt, kennen wir alle. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, nämlich aus der Perspektive des Reiches Gottes gesehen, ja, groß sein will, das sind die, die sich hier befinden. Die Diener, die Sklaven, die Einfachen. Aus der Sicht Gottes sind die viel näher dran, als diejenigen, die hier hinten sind. Aus der Sicht Gottes sind die viel größer, als die hier hinten. Die sind richtig weit weg vom Reich Gottes. Was übrigens keine gute Nachricht für die meisten ist. Ne? Oder glückselig die Armen im Geist. Also was immer das ist, die befinden sich auf jeden Fall hier. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Warum? Weil sie ganz nah an dem Portal sind. Sie brauchen nicht einen riesen Step hier lang zu gehen, so wie wir mit unserem Weg, den der Herr uns geführt hat, sondern die sind einfach schon hier und für die ist es viel einfacher, hineinzukommen ins Reich Gottes. Ja? Wenn jemand mir nachkommen will, also wenn jemand Jesus nachkommen will, ins Reich Gottes hinein, ne? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Aha, selbst verleugnen heißt, der muss hier durch das Tor gehen, der muss hier diese Hürde nehmen, der muss über diese Schwelle treten, der muss hier reinkommen. Der muss sein Tod, sein Ende, sein Sterben auf sich nehmen. Der muss bereit sein, das zu akzeptieren, dass der natürliche Mensch mit seinen natürlichen Ambitionen, mit seinen natürlichen Wünschen stirbt, ja, und er dann eben in das hineingeht, was der Herr für ihn hat. Deshalb sagt er, wer sein Leben retten wird, er will, hier, wer sein Leben hier retten will, er verliert es. Weil hier ist echtes Leben. Hier ist wahres Leben. Hier ist ewiges Leben. Halleluja. Schreiben wir mal dahin. Ewiges Leben gibt es nur hier. Da nicht. Ja, da gibt es nur das irdische Leben. So,
Wer also, denn, also nochmal, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, also hier hineingeht, der wird es finden. Und in Matthäus 10 hatte ich vorgelesen, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt in diese Richtung, ist meiner nicht würdig. Warum? Weil er sich gar nicht hier drin befindet. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, wenn er sich hier befindet. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und deshalb sagt die Bibel auch, keiner von euch, der nicht allem entsagt, dem ganzen Weltsystem entsagt, dem Erfolgsstreben entsagt, dem menschlichen Denken entsagt, dem System der Welt entsagt, ja, wer das nicht tut, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann sich gar nicht hier drin bewegen. Denn wenn er noch hier sein will, kann er sich nicht hier befinden. Ne? Es sei denn, er ist geistig neu geboren und der Herr sendet ihn als einen Botschafter hier hinein, was auf einem völlig anderen Level ist. Dann ist er nämlich nicht von der Welt, sondern er ist nur in der Welt. Aber die Menschen, die hier sind, die sind von der Welt. Und deshalb kannst du auch verstehen, die Bibelstelle, wer sein Leben liebt, hier, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben, Achtung, in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist damit gemeint. Du musst dieses Leben, dieses irdische Leben, dieses verlorene Leben, dieses Leben im System der Welt einfach hinter dir lassen. Du musst es gering achten, du musst es von mir aus hassen, du musst sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich will ewiges Leben im Reich des Herrn haben. Das sind die Aussagen, die damit einhergehen, die der Herr damit meint. Und weißt du, dann verstehst du auch manche Bibelstellen, die wirklich schwierig sind. Beispielsweise, wenn es heißt, viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Aus Gottes Sicht, wenn der schaut, werden diejenigen, die von dem System der Welt die Letzten sind, hier aus dem System der Welt sind das die Letzten, ne? die kaum was tun können, das sind diejenigen, die aus Gottes Sicht die Ersten sind. Und die im Weltsystem die Ersten sind, ja, das sind die, die ganz weit weg sind. Das sind die Letzten. Dann eine Bibelstelle, die aber Christus Jesus angehören, also hier sind, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist dieser Punkt, dieser 0%-Punkt. Ja? Wenn wir aber durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. In Galater 5 steht das. Paulus sagt, und die Bibelstelle ist sehr, sehr bekannt, als er nämlich hier im Reich Gottes unterwegs war, hat er zurückgeschaut auf sein Leben in diesem weltlichen System. Und was sagt er? Er sagt, was immer mir Gewinn war hier, was immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen, von der Seite ausgehen, als Verlust erkannt. Ich verstehe, das ist Verlust gewesen. Es ist nur Verlust. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Das ist die richtige Sichtweise. Natürlich war er noch physisch in der Welt, hat ja gedient, hat Menschen evangelisiert und so weiter. Natürlich sind wir in der Welt, verstehe mich richtig. Aber im Geistlichen müssen wir aus diesem Weltsystem raus. Im Geist müssen wir neu geboren werden, im Geist müssen wir im Reich Gottes sein. Und das heißt, dass wir anders denken als die Welt, dass wir anders handeln als die Welt, dass die Welt uns auch nicht kapiert. Und wir haben auch keine Rechenschaftspflicht vor der Welt. Ja? Die will uns das immer gerne uns aufhalten. Ja? Dass wir uns mit dem, wie wir uns verhalten, hier vor der Welt Rechenschaft geben müssen. Hallo? Das Reich Gottes ist das Reich Gottes. Wenn irgendjemand Rechenschaft zu geben hat, ist es die Welt, nicht umgekehrt. Ne? So, dann lesen wir in 1. Timotheus. Die aber reich werden wollen, aha, also diejenigen, die hier ganz hoch kommen wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und
Untergang versenken. Herzliches Beileid für die, die sich hier wohlfühlen. Ja? Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Moment, stopp, stopp. Was sagt er hier? Reich werden wollen, fliehe diese Dinge. Also versteh mich richtig. Ich bin nicht jemand, der Armut predigt. Ganz und gar nicht, weil ich weiß, im Herrn gibt es komplette Versorgung und komplette Fülle. Aber die komplette Fülle kommt hier. Von hier, nicht von hier. Nicht durch unsere Arbeit, durch unser Bemühen, durch unser Ackern, durch unsere Betrügereien und was nicht alles, schaffen wir es zu irgendwelchem Reichtum oder sowas. Sondern echter Reichtum ist hier zu finden. Echte Versorgung ist hier zu finden. Echter Segen ist hier zu finden. Ja? Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, die hier sind. Fliehe sie, indem du dich in diese Richtung bewegst. Ja? Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut und so weiter. Oder 2. Timotheus 2, Vers 11. Da sagt er, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir hier uns bewegen in dem Reich Gottes und hier immer mehr wachsen, dann wirst du eins feststellen. Hier ist irgendwann Ende Gelände. Ja? Bis dahin geht es weiter und dann ist Schluss. Irgendwelche großen Namen, weltbekannte Persönlichkeiten, ja, die jeder kennt, die stehen hier, eine Handvoll. Aber im Reich Gottes ist das anders. Du kannst dich hier auch entwickeln, du kannst hier wachsen, du kannst hier reife kommen, du kannst die Dinge Gottes immer mehr lernen und du wirst merken, das Ding hat kein Ende. Von den Möglichkeiten, das geht unbegrenzt weiter. Es gibt kein Ende. Deshalb sagen wir bei unserem Dienst, Gott hat mehr für dich. Du kannst, egal was ist, immer weitergehen, immer mehr von ihm bekommen, immer mehr Erkenntnis, immer mehr Power, immer mehr Freude, immer mehr Segen, immer mehr. Hier kommst du irgendwann an die Grenzen von deinem schönen Dasein mit all den Begrenzungen, die wir eben haben. Aber das ist im Reich Gottes nicht da. Hier gibt es keine Grenzen. Es ist das Reich Gottes. Ja? Und Jesus hat uns gezeigt, durch sein Leben auf der Erde, wie es eigentlich gedacht ist, dass wir leben sollen. Und er hat uns den Weg gezeigt, durch sein Kreuz, durch den Tod, durch die Auferstehung, dass wir hineinkommen können in dieses ewige Leben. Und das ist das, was eigentlich die biblische Botschaft ist. Wir leben hier, auch wenn wir hier noch in der Welt sind. Aber das ist nicht mehr unsere Quelle, unser Ursprung. Unser Ursprung ist das Reich Gottes. Wir sind komplett in einem anderen System. Und das Elend, was wir momentan erleben in so vielen Gemeinden und so vielen Werken ist, dass die Christen sich so verhalten wie hier und so denken wie hier und eine Erfolgsstrategie haben wie hier und sich so benehmen wollen wie hier und weltliche, irdische, fleischliche Systeme haben, um irgendwie Erfolg zu haben in diesem Weltsystem. Und weißt du was? Das funktioniert nicht wirklich, weil es überhaupt nicht die Absichten Gottes ist. Meine 7 fetten Jahre haben sich in 7 lageren Jahren wieder aufgefressen. Und weißt du was? Es war der blanke Segen des Herrn, aus heutiger Sicht gesehen. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tode ins Leben hindurchgedrungen. Und er kommt nicht ins Gericht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil die Leute, die in der Welt sind, alle die Menschen, die in der Welt sind, kommen irgendwann wieder an den Nullpunkt, den Tod. Und dann gibt es Gericht. Dann gibt es irgendwann das Gericht. Der Nullpunkt bewirkt das Gericht. Aber wenn wir durch Christus, durch die Neugeburt schon hindurchgegangen sind, dann haben wir diesen Punkt schon überwunden. Dann gibt es dieses Gericht, ob wir in Ewigkeit beim Herrn sein werden oder in Ewigkeit in der Verdammnis sein werden, gibt es nicht mehr. Da sind wir hindurchgedrungen. Ich glaube, dass es grundverkehrt ist, wenn wir als Christen im System dieser Welt denken. Ja? Und doch ist das uns so nahe. Die Dinge greifen so nach uns. Die wollen so nach uns, wie soll ich mal sagen, uns manipulieren, ja? Uns beherrschen. Und dieser ganze Corona-Wahnsinn ist doch auch das Ding. Ja? Du wirst bombardiert mit irgendwas und die Welt sagt dir, du musst Angst haben, du musst das machen, das machen, das machen. Und es ist im Grunde genommen Weltsystem. Und so viele Christen sind da drunter.
Sie haben die gleiche Angst der Welt, sie haben die gleiche Furcht der Welt, sie machen sich die gleichen Gedanken wie die Welt, sie haben die gleichen Sorgen wie die Welt, ja, und sie haben die gleichen Verhaltensweisen wie die Welt. Und das ist meiner Meinung nach nicht das, was Gott für uns hat. Ja, er hat etwas anderes für uns. Wir sind nicht von der Welt. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind geistliche Wesen. Ja, ich schreibe dir mal was auf. Das ist wichtig. Biblisches Verständnis. Du bist Geist. Klingt komisch, ne? Ist aber die Wahrheit. Du hast eine Seele. Seele steht für deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand und so weiter. Und du lebst in einem Körper. Das ist das, wie du wirklich bist. Das ist eigentlich biblisches Verständnis, wie dein Leben ist. Du bist ein geistliches Wesen, wenn du neu geboren bist. Neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neu ist es geworden. Ja, du hast eine Seele. Natürlich. Und du lebst noch in einem Körper. Ja. Und weil du hier in der Welt noch bist, vom Herrn rausgesandt, wie ein Botschafter an Christi Stadt in der Welt, irgendwann wirst du auch diese Schwelle endgültig final überschreiten, wenn du nämlich stirbst und deinen Körper verlässt. Ja, und dann wirst du natürlich richtig in die Gegenwart des Herrn kommen. Aber jetzt schon im Geist bist du es. Ich finde das, also für mich ist das extrem hilfreich. Das ist extrem segensreich und hilft mir, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das mit dem Reich Gottes und mit dem Weltsystem ist. Aber bevor ich jetzt gleich zum Ende komme, noch eine Sache. Wir sind als Kinder Gottes die Ekklesia. Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Wir sind herausgerufen aus diesem Weltsystem. Das ist, der Herr ruft uns und wir bekehren uns. Wir wenden uns ihm zu. Wir kommen ins Reich Gottes. Das Ganze hat aber noch einen interessanten anderen Aspekt. Nennen wir doch mal einfach dieses ganze System hier, wie es hier ist, Ägypten. Vor kurzem hatten wir darüber gesprochen, dass der Herr sein Volk aus Ägypten, was für die Welt steht, herausholt. Da war der Sklaventreiber. Bild für den Teufel. Da waren diese Unterjochung, da war diese Sklaverei, da war diese keine Freiheit, das war dieses erbärmliche, elende Dasein, was vollkommen unter dem Level war, was Gott eigentlich vorgesehen hatte. Und der Herr hat jemand geschickt, der hat gesagt, pass mal auf Leute, wir machen uns aus dem Weg raus aus Ägypten, raus aus der Unterjochung, raus aus der Kontrolle, raus aus der Manipulation, raus aus der Ausbeutung, raus aus der Willkür, hinein ins verheißene Land. Und wir gehören als Kinder Gottes dahin. Wir gehören nicht hierhin. Ja, wir gehören ins verheißene Land. Und dazu müssen wir die Dinge dieser Welt hinter uns lassen. Verstehst du? Die hatten auch ihre Hütchen, wo sie als Sklaven drin gelebt hatten. Die hatten auch ihre Versorgung, was sie da hatten, ihre Lebensmittel und so weiter. Die hatten auch ihr kleines bisschen Leben. Ja? Und die hatten vielleicht sogar ihr paar Quadratmeter Gemüseanbau oder was auch immer. Die hatten so ein bisschen ihren Outcome. Aber das war völlig unter dem Level, was Gott geplant hatte. Die waren Sklaven in einem versauten System. Total ätzenden System. Und der Herr hat gesagt, hey, raus aus dem System. Ich bringe euch ins verheißene Land. Und der Zug durchs Tote Meer, heilsgeschichtlich von der Symbolik her, steht für die Taufe. Ja? Durch das Wasser hindurchgehen. Ein Bild für die Taufe. Ja, also das ist etwas, was einfach interessant ist. Der Herr will uns ins verheißene Land bringen. So, wir müssen die Dinge dieser Welt hinter uns lassen. Wenn du jetzt guckst, wo findest du Freiheit? Hier. Wo findest du Bindung?
Hier. Wo findest du Sklaverei? Hier. Wo findest du, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, die in ihrer Position sind? Natürlich hier. Ja? Wo findest du Segen? Hier. Wo findest du Fluch? Da. Wo findest du Versorgung? Da. Wo findest du Mangel? Hier. Ja? Wo findest du Heilung? Da. Wo findest du Krankheit? Hier. Ja? Das ist doch völlig logisch. Wo findest du ewiges Leben? Hier. Und wo findest du nichts anderes als Leben? Dann ein Tod und irgendwann das Gericht? Hier. Und so weiter und so weiter. Man kann das noch anders sagen. Ja? Manche Leute sagen, Babylon ist genauso ein Ding wie Ägypten. Du kannst hier auch hinschreiben, Babylon. Ja? Wo das Volk Gottes ebenfalls rausgeholt worden ist aus dem System. Du kannst auch von mir aus schreiben, Sodom. Ja? Wo Lot und seine Familie rausgeholt worden ist. Warum? Sie sollten von Babylon nach Zion kommen. Können wir hier auch nochmal hinschreiben. Zion. Im geistlichen Sinne. Ja? Sie sollten von Sodom herauskommen. Gerettet werden, weil hierüber war Zerstörung beschlossen. Das hast du sowohl bei Sodom wie bei Babylon wie bei Ägypten wurde zerstört. Ja, Gott sagt, das ganze Ding geht einen Bach runter. Ja, das ganze Ding ist das Weltsystem. Denk mal an das Ding von diesen Traum von Nebukadnezar. Der hat das Weltsystem gesehen. Und Daniel hat zu ihm gesagt, hey, du bist das Haupt aus Gold. Also du bist ganz, 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 ganz oben von diesem Weltsystem. Und dann hat er es ihm dargelegt, wie das Weltsystem ist. Und das Weltsystem ist verrottet, böse, verdorben unter der Herrschaft des Feindes. Denn der Feind, der Teufel, ist der Herr der Welt, der König der Welt und der Gott der Welt. So wird er in der Bibel bezeichnet. Ja? Und dann hat Daniel gesehen und auch Nebukadnezar vorher im Traum, wie dieses ganze tolle Weltsystem so monströs von dem Felsen zermalmt wird. Und das heißt, es bleibt nichts übrig. Nichts. Wie Staub, der von der Tenne geweht wird. Nichts bleibt von diesem ganzen Weltsystem übrig. In der Ewigkeit wird nichts, aber auch gar nichts hier gefunden werden. Und von dem, was die Leute hier machen und erreichen und so weiter, wird nichts in der Ewigkeit gefunden werden. Aber das hier, das ist es, was in Ewigkeit gefunden werden wird. Ja? Das ist das, was relevant ist. Ne? Und da heißt es, der Felsen, und der Felsen ist ein Bild für Christus, ja, für das Reich Gottes, der Felsen zermalmt das ganze Weltsystem und wird die ganze Welt erfüllen. Nach meinem Verständnis ist das, was gerade passiert. Und übrig bleiben, letztlich, wird das tausendjährige Reich, in das der Herr uns hineinführt. Wie auch immer das im Detail aussehen mag. Das weiß natürlich keiner. Ja? Und Paulus schreibt in Galater 5 beispielsweise, das lese ich dir mal vor, einfach um nochmal diese Brisanz zwischen diesen beiden Systemen klarzumachen. Er schreibt, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Entgegengesetzt. Die gehören nicht zusammen, die sind nicht kompatibel. Diametral entgegengesetzt. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also die Liste geht noch weiter. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und ich möchte das ergänzen. Dazu zählt beispielsweise Pädophilie. Dazu zählt beispielsweise Manipulation. Dazu zählt beispielsweise Kontrolle. Dazu zählt beispielsweise Unterjochung. Moderne Sklaverei. Und so weiter. Die Frucht des Geistes aber, und damit finden wir uns hier im geistlichen Bereich, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Nochmal, jeder von uns wird irgendwann sterben.
Irgendwann wird jeder von uns hier diese Trennung überschreiten. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann passiert das durch die Wiedergeburt, das passiert durch die Bekehrung, das passiert durch das, dass wir tatsächlich durch dieses, sagen wir mal, Portal treten. Die Taufe ist nur ein Bild dafür, die symbolisiert das. Ja? Wenn wir aber hier sind als Kinder Gottes, dann lass uns doch bitte so leben. Lass uns gemäß der Identität, der Position, dem, was der Herr für uns hat, wirklich leben. Lass uns nicht leben, als ob wir hier in der Welt sind und so auf dem erbärmlichen Level sein, sondern lass uns im Geist, als Geistwesen vorwärts gehen und wirklich so leben, wie der Herr es für uns vorgesehen hat. Das meine ich, wenn ich sage, du und ich, wir sind Bürger zweier Welten. Bürger zweier Welten. Ja? Wir sind in beiden Dimensionen, in beiden Sphären oder Realitäten oder Ebenen oder Welten oder Wirklichkeiten, wie immer du das Ding nennen willst. Ja? Wir leben im Natürlichen, ja, aber wir sind Kinder des Geistes. Wir sind Menschen, die noch hier leben, aber schon hier sind, die neu geboren sind, eine neue Kreatur. Wir sind unter den Herrschaftsbereich des Herrn versetzt. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt versetzt, von hier hierhin gesetzt. Und jeder, der hier ist, der ist ein Himmelsbürger. Ein Himmelsbürger. Und das gilt nicht nur irgendwie komisch theologisch so übertragen, symbolisch, sondern das gilt ganz real. Wenn du ein Neugeborener, wiedergeborenes Kind Gottes bist, lebst du hier. Du hast das Leben im Geist. Du bist im Reich Gottes. Und ich ende hier noch mit einer letzten Bibelstelle, Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn, also Jesus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, also die hierher gehören, sondern durch den Zugang seid ihr Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halleluja! Das ist das, was unser Leben ist. Das ist das, was uns betrifft. Das ist eigentlich unser Dasein. Das ist unser Schicksal. Das ist das, was der Herr für uns hat. Der Herr hat für uns, dass wir leben dürfen in der Fülle, die er hat. Und ja, ich möchte es mal so sagen, dieses irdische Leben in all seiner Schönheit, seinen Möglichkeiten, was immer da ist, ist so beschränkt und ist letztlich so gefallen, dass wir ein Verständnis dafür haben müssen, wer wir in Christus sind. Das wird uns helfen, auch in den vor uns liegenden Zeiten, durch die wir gehen, den richtigen Blick zu haben und in der richtigen Weise mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Ja. Amen. Das ist wahr. Das war eine wirklich gute Darstellung, dass man das verstehen kann, bildlich auch sich besser vorstellen kann, was gemeint ist. Und ich bin sehr dankbar für diese Objektlesen, dieses beispielhafte Aufzeigen, wie das eigentlich mit dem Geist, mit dem Leben im Geist ist und mit dem Leben in der Welt ist. Schon komplexe Thematik, ne? Ja, das stimmt. Aber wir wollen ja da mehr reinkommen. Wir wollen ja ein größeres Verständnis bekommen über die Dinge Gottes, über das Reich Gottes, dass wir einfach die Dinge Gottes verstehen. Ja, Halleluja. Ja. So, also, für uns ist es etwas, wo wir gesagt haben, Herr, wir wollen dir unser Leben geben und wir sind bereit, dass wir im Reich Gottes arbeiten, wie es nach deinem Wunsch und Willen ist. Ja? Du kannst uns als Botschafter senden in diese Welt nach deinen Vorstellungen, wie du das möchtest, was du getan haben möchtest. Ja? Und genau das hat der Herr getan. Ja? Und dieses Botschaftersein kann ganz unterschiedlich absolut sein. Es muss nicht jeder auf die Bibelschule gegangen sein, sondern der Herr verteilt das so, wie es für jeden passend ist. Ja, aber wie gesagt, für uns war es wichtig, diese eigenen Streben, diese eigenen Vorstellungen, diese eigenen Wünsche, diese Götzen, ja, diese Firma, was man so hat, was einfach so das ganze Denken damals beeinflusst hat, dass das weggenommen wird und dass man wirklich hineinkommt in die Fülle dessen, was der Herr für uns hat. Mhm.
Die Bibelstelle, die mir hierzu einfiel, ist: In ihm weben, leben und sind wir. Halleluja. Das ist so durchdrungen. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Christus und uns, sondern es ist eins. Und das ist mein großes Ziel, mein großes Begehren, hier wirklich so mit ihm verwoben zu sein, so durchdrungen zu sein von ihm, dass das mein ganzes Denken und mein Wollen und mein alles bestimmt. Ja, und bestimmt. Natürlich kennen wir das, dass du dann hier wieder einfach ab und zu mal wieder weltlich ganz normal vorangehst. Und man muss dann einfach Buße tun, sagen, Herr, Moment, ich bin hier jetzt gerade mal wieder auf dem falschen Trichter gewesen. Und du kannst jederzeit umkehren, einfach wieder dich neu bewusst sein, wer du bist und welche Position du hast. Ja? Das ist jetzt kein Ding, was man also, wie soll ich mal sagen, wo man dann in Ungnade fällt, sondern es ist einfach ein Prozess, wo man merkt, oh, jetzt habe ich wieder aus, sagen wir mal, aus fleischlichem, natürlichen Ding gehandelt oder gedacht und einfach Buße tun und mit dem Herrn weitergehen und immer mehr zulassen, dass das Reich Gottes in einem also Gestalt gewinnt. Und schau mal, in den vor uns liegenden Jahren, gemäß den prophetischen Worten, werden sich Unmengen von Menschen bekehren, weil sie merken, dass das Fundament, auf dem sie stehen, nachgibt, weil sie ihr Leben auf sinkendem Sand gebaut haben. Und wir, ja, also hier, ne, sinkender Sand, aber wir, die wir im Reich Gottes stehen, auf dem Felsen, wir können diese Leute zu uns ziehen. Und es ist notwendig, dass wir wissen, wer wir sind und was wir an Ressourcen haben und was uns zusteht und wie wir diese Menschen wirklich helfen können. Und es ist auch notwendig, dass wir wissen, dass hier im Reich Gottes alle Ressourcen und alle Versorgung und aller Segen eigentlich enthalten ist. Ja? Ja. Unbegrenzt. Es gibt viel Arbeit. Mehr als im Reich der Welt. So, und das ist etwas, wo es gut ist, wenn wir da einfach hineingehen in das, was der Herr für uns hat. Amen. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns hineingeholt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Und jeder Einzelne von uns, der dein Kind ist, der deinen Namen nennt, der sich dir zugewandt hat, der gerettet ist, der wiedergeboren ist, der ist ein Botschafter an deiner Stadt im Reich dieser Welt. Aber er ist nicht von der Welt, sondern er ist aus dir geboren. Und Herr, dafür danken wir von ganzem Herzen. Dafür preisen wir dich von ganzem Herzen. Wir loben dich, dass wir aus dir sind und dass wir auch unter dieser Herrschaft der Welt nicht mehr stehen, unter der Herrschaft des Feindes, unter der Herrschaft des Sklaventreibers. Und Herr, so viele von uns merken, wie bedrängend dieses Weltsystem ist, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir verstehen, wer wir im Geist sind und dass diese Dinge dieser Welt, auch wenn sie bedrohlich sind oder schwierig sind, eigentlich nichts sind, was unsere Identität beeinflussen kann. In dir sind wir gegründet. In dir sind wir im Grunde genommen schon ins ewige Leben hineingegangen. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Wir ehren dich dafür, wir loben dich dafür, wir preisen dich dafür. Herr, und ich bete für die Zuschauer, für diejenigen, die jetzt dabei sind, für unsere Freunde, für unsere Geschwister, dass sie das wirklich von dir in ihr Herz gegeben bekommen, dass sie verstehen, was es bedeutet, neugeboren zu sein, dass sie verstehen, was es bedeutet, ihre Identität, ihre Position in dir zu haben, neues Leben zu haben, neue Identität zu haben. Das ist es, Herr, wofür wir dir so danken. Und wir beten und dafür und flehen dich an, dass du das uns wirklich schenkst, unseren Geschwistern schenkst, dass sie da hineinkommen, in die Fülle dessen, was du für sie hast, in die Reife dessen, was du für sie hast. Und dass sie verstehen, wenn der Weg in diese Richtung geht, ist es eventuell der beste Weg, den sie gehen können. Wenn sie merken, dass es eine Krise gibt, dann kann das der größte Segen sein, damit Menschen gerettet werden in das Reich Gottes hinein. Und ich bete dafür, dass du das in den Herzen versiegelst und dass da wirklich ein Verständnis dafür kommt, was es eigentlich heißt, Christ zu sein, was es heißt, im Reich Gottes zu sein, was es heißt, mit dir leben zu können. Halleluja. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir für das Werk, was du an uns tust, was du an jedem, der jetzt hier mit uns zusammen ist, tust. Herr, wir danken dir für Offenbarung deines Wortes. Wir danken dir, dass du uns Verständnis gibst, dass wir die Dinge des Reiches verstehen lernen. Und Herr, da wo jetzt so Fragen offen sind, ich bete, dass dein Heiliger Geist sich erweist als der Geist der
des Fürsprechers, der Weisheit, der Erkenntnis, Amen. Dass er uns in alle Wahrheit hineinführt. Die Wahrheit deines Wortes, die Wahrheit deines Reiches, Amen. Die Wahrheiten des Lebens im Geist. Yes. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Werk fortsetzen wirst. Du wirst nicht aufhören, sondern du wirst es fortsetzen. Ich bete, dass heute Nacht Offenbarungen im Geist stattfinden. Ich bete, dass du Bilder und Visionen freisetzt, dass wir die Dinge des Reiches verstehen. Ja. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir mit den Engeln kooperieren, dass sie uns dienende Geister sind, die uns behilflich sind, dass wir im Reich Gottes vorwärts gehen und dass wir Menschen im Reich der Welt hinzugewinnen können. Herr, ich bete, dass du uns Kraft gibst, offene Augen schenkst, dass wir diese Menschen sehen und dass wir ihnen gute Botschaft bringen können. Halleluja. Herr, ich bete, dass du uns neu ausrüstest, neu befähigst, neu wirklich diese Freudigkeit am Dienst gibst. Ich sehe so viele Menschen, die so müde und schlapp und so ohne Antrieb sind und es fällt ihnen so schwer, dein Wort zu sagen, Herr. Ich bete um einen neuen Zufluss, einen neuen Zufluss deiner Gnade, eine neue Erfrischung, eine neue Wiederaufrichtung, dass wir ausziehen mit Freuden, dass wir ausziehen auf Zion hin, auf dieses Leben im Geist hin, dass wir wieder neu aufgebaut werden, dass wir wieder neu werden. Du hast mehr für uns, du hast Neues für uns. Es wird nicht so bleiben, wie es ist, sondern du willst uns auf eine neue Ebene bringen. Ja. Herr, ich danke dir von Herzen für dein tiefes Werk, was du an uns tust. Halleluja. Yes, in Jesus' name. Yes. In Jesu Namen, yes. Mir ist noch eingefallen, es gibt ein Buch, das haben wir bei uns im Shop, das aufgreift etwas. Das heißt, neues Leben, neue Identität. Hm. Das drückt genau das auf. Wir haben durch das neue Leben eine komplett neue Identität. Ja. Wenn du da tiefer einsteigen willst, dann kannst du dir das Buch bei uns im Shop einfach organisieren, bestellen. Neues Leben, neue Identität, ein super Buch, wirklich grandios. Gibt es auch als Hörbuch. Und da geht es auch etwas in diese Richtung. Ansonsten hoffen wir, dass das hilfreich war für dich. Ja, wieder mal. Wieder mal, jawohl. Einige Bibelstellen, die schwierig sind, hoffentlich erklärt hat. Ich habe sie so jedenfalls gut verstanden. Also für mich war es segensreich. Ja. Und ja, dass du einfach gesegnet bist und weitergehst mit dem Herrn und wächst und vorankommst. Ja. Amen. Damit segnen wir euch für die kommende Woche, dass ihr stark seid im Herrn und in der Macht seiner Stärke, dass ihr lauft und nicht müde werdet, dass ihr wandelt und nicht matt werdet und dass ihr aufsteigt mit Flügeln wie Adler. Uns segne der Herr, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Halleluja. Amen. Amen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Freitag. Seid reich gesegnet. Ja. Und es wird spannend nächsten Freitag. Echt? Ja. Blessings. Okay. Ciao. Shalom.